Moin Moin und hallo. Herzlich willkommen zu Tag Nummer 5 in unserem Adventskalender-Special. Heute wird wieder zusammengebastelt. Vor der Arbeit, vor der Schule, noch schnell eine Bastelorgie durchziehen. Was will man mehr, oder nicht? Und das kurz vor Nikolaus, wie ihr seht. Yeah! Wir haben hier den Adventskalender mit 24 krassen kunsthandwerklichen Bastelarbeiten am Start. Den machen wir heute mal wieder auf und wir schauen uns an, wir sind ja bei Tag Nummer 5, das heißt, boah, ein Flugzeug sehe ich gerade, guck mal hier, guck mal, das wird jetzt schon richtig leerer hier drinnen, wie ihr seht, ne? Oh, denn es ist gar nicht mehr so weit bis Weihnachten, nicht wahr? Die Vorfreude, die ist fast nicht mehr auszuhalten. So, heute wird es wahrscheinlich ein Flugzeug werden. Heißt das, dass wir heute vielleicht am 5. Tage des Dezembers noch eine Flugreise machen dürfen? Oh, das wäre ja schön. Alles in Plastik. Das war's schon. Heute keine große Rauspopelaktion. So, bumm, raus damit. Boah, cool. Ich glaube, ich muss heute... Oh, doch, hier ist irgendwas so Kleines. So ein halbes Ding. So ein... mittleres Dinge und zwei Stieleisdinge und eine Büroklammer. Ja, nee, das ist hier eine Wäscheklammer. Eine Wäscheklammer. Daraus soll jetzt also ein Flugzeug werden. Okay. Wir schauen uns an, wie das Flugzeug aussieht. Ja. Auf der Abbildung hier gibt es dort nämlich zwei Wäscheklammern. Nein, es gibt wahrscheinlich noch was anderes, sehe ich gerade, mit einer Wäscheklammer. Das heißt, oh, jetzt werden wir wieder, ich mache schon mal an, jetzt werden wir nämlich wieder unseren Heißkleber benutzen. Wie ihr seht, bei solchen Bastelobjekten, Projekten sollte man immer ein bisschen Equipment haben. Und zwar in Form von solch einer Heißluftpistole, nee, Heißglue, also Heiß, Heißglue, sag mal schnell, Heiß, ja, genau, ja. Richtig, heißer Klebstoff. So, das heißt, da ist nämlich ein fester Klebstoff drin, der dann aufgeheizt wird. So, was machen wir? Erstmal, wir haben hier unsere und dann haben wir das heißt, hier ist hinten, da ist vorne, ne? Weil so können wir das später festhalten. Da, dem Dudo, schauen wir uns mal an, ob hier irgendwelche unterschiedlichen Teile sind. Nein, die sind identisch, das heißt, also hier haben wir einen Doppeldecker. Hier könnten wir den roten Baron nachbauen. Ho, ho, ho. Wir beginnen demzufolge und platzieren gleich einen hier unten. So. Ne? Und so, ich mache das erstmal simulativ. Seht ihr schon, im Prinzip könnt ihr schon sehen, das wird ein Flugzeug, nicht wahr? Klar, oder? So, und das demzufolge bedeutet das für uns jetzt, dass wir hier Klebepunkte setzen müssen. Und zwar... hinter der Schnalle. So. Hinter der Schnalle müssen wir einen Klebepunkt setzen, um jetzt den oberen Flügel aufzulegen. So. Den drücke ich jetzt an ein wenig und richte ihn vorher, versuche ich ihn vorher auszurichten. So. Ist doch jetzt schon ein Flugzeug. Guck mal. Und sogar ein Flugzeug, was beißen kann. Der rote Baron früher konnte nämlich auch beißen. Der hat nämlich ganz viele andere Fliegerasse vom Himmel geholt. Gut. Das heißt, jetzt haben wir erstmal ein normales Propellerflugzeug gleich. Das heißt aber, ein Flugzeug kann nur fliegen mit hinterem Leitwerk. Das heißt, zur Stabilität werden wir hinten jetzt auch noch das Leitwerk ankleben. Oh, so, das heißt mittig platzieren und positionieren. So. Ihr habt immer ca. 3 bis 5 Sekunden Zeit, bis das dann anfängt kalt zu werden oder zu erkalten. Und dann wird es hart. So, jetzt haben wir schon unser Flugzeug mit einer Tragfläche vorne. Und einen Tragflächenpaar hinten. Um aber ein Flugzeug gerade fliegen zu können, das hier sind die Höhenruder hoch und runter, um
diese Bewegung zu machen. Erstmal das Teil hier ist dafür da, um Auftrieb zu generieren. Dort fließt nämlich die Luft entlang, während wir durch den Propeller nach vorne dann bewegt werden, fließt dort die Luft entlang. Sie ist an einer Seite schneller als die andere, dadurch wird ein Auftrieb erzeugt. Hinten ist das Prinzip natürlich ähnlich, aber gleichzeitig benutzen wir das auch noch zum Steuern nach oben und unten. Nun brauchen wir aber noch ein Seitenleitwerk, das heißt, wir werden jetzt noch einen Teil in die Mitte genau positionieren. Dazu müssen wir jetzt super toll in die Mitte uns dort einen Klebepunkt schaffen. Und das kommt jetzt in die Mitte. Zack. So, dieses Teil ist jetzt, um die Ecke zu fliegen. So, das kann man nämlich dann rechts und links bewegen und dadurch kann man das Gerätchen auch rechts und links hin bewegen. Nice. Das heißt hier, wenn wir eine Seite des Leitwerks nach oben machen, würden wir dann nach, lass mal kurz überlegen, nach so. Wenn wir dann hier aber mit lenken, könnten wir sogar eine Kurve fliegen. Rechts genau das gleiche, nach oben und nach rechts, nach unten und ne? Okay. So, das heißt, hier haben wir uns jetzt schon mal ein schönes Flugzeug gebaut. Geil. So, um den Red Balloon aber zu machen, brauchen wir natürlich einen Doppeldecker. Denn am Anfang haben die Jagdflugzeuge zwei Tragflächen gehabt. So. Also Doppeldecker bauen bitte jetzt. So. Und jetzt kleben wir uns noch die zweite Tragfläche mit auf, die Haupttragfläche. Und diese war dann natürlich auch dafür da und ist heutzutage auch noch dafür da, um auch noch mehr Auftrieb zu gewährleisten. Denn früher waren die Flugzeuge nur aus Holz gebaut, heute werden sie aus Aluminium gebaut. Sehr schön. Guck mal hier, das sieht wirklich aus wie ein roter Doppeldecker. Sehr kreativ hat hier jemand gearbeitet und das in unseren Adventskalender eingepflegt. Das ist doch echt schön. Das war relativ einfach für mich. Und jetzt können wir damit schön rumfliegen. Noch eine Kordel dran und an den Adventskalender, an den Weihnachtsbaum können wir das noch hängen. Und aber vorher fliegen wir noch ein paar Runden damit durch die Gegend. Geil. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und ich hoffe bis morgen. Sohn.